Es ist Montag, der 26.10.2009. Der Wochenauftakt hat es im DAX heute wirklich in sich. Nachdem der Index relativ fest in den Handel gestartet war, verlor allein binnen einer Stunde zwischen 16 und 17 Uhr etwa 130 Punkte an Wert und brach deutlich unter die 5700er Marke. Durch diesen Rutsch ergab sich natürlich in den einzelnen Strategien bzw. Systemen einige Änderungen. Die Long-Position wurde bei 5710 ausgestoppt und bei 5626 eine Short-Position eröffnet. Ich habe euch mal die Strategie bzw. die Equity-Kurve zu dieser Trendfolgestrategie mitgebracht. Wie man hier sieht, wurden in den letzten 2,5 Jahren seit Februar 2007 4500 Punkte Gewinn erwirtschaftet. In der Spitze waren es sogar bis zu 6500 Zähler, die an Gewinn verbucht wurden. In den letzten 100 Trades ergab sich in diesem System eher eine Drawdown-Phase. Das bedeutet also, es korrigierte vom Hoch bei 6500 Punkten bis unter 4000 Punkte Gewinn, hat sich dann wieder erholt und hat zuletzt nochmal um knapp 300 bis 400 Punkte zurückgesetzt. Interessant ist dabei vor allem, dass es immer wieder Trades gibt oder kurze Trendphasen, durch die man zwischen 1000 und 2000 Punkte Gewinn macht. Und auf diese Phasen, die ich hier markiert habe mit den Kreisen, folgen jeweils Drawdown-Phasen, wie man hier sieht. Also das bedeutet, nach einem großen Gewinn folgen viele kleinere Verlust-Trades. Nun ist es relativ clever, wenn man die ersten 10 Trades nach einem Gewinn, der größer ist als 1000 Punkte, aussetzt. Dadurch erspart man sich einen Teil der Verluste und die Equity-Kurve verläuft flacher bzw. ökonomischer. Die aktuelle Drawdown-Phase dauert derzeit 24 Trades an. Die längste Drawdown-Phase, das war die vom Allzeithoch abwärts, dauerte 36 Trades an. Das bedeutet, wir können in Kürze mit einem größeren Gewinn rechnen.